Schwarz hören. Sucht man bei Wikipedia nach Tino Eisbrenner, sieht man einen Mann mittleren Alters mit Cowboyhut. Ich habe in meiner persönlichen Erinnerung gut 35 Jahre zurück einen sehr jungen Mann mit einer sehr speziellen roten Mütze vor Augen. Wie, Tino, und damit herzlich willkommen, bezeichnest du denn das Teil, das du damals immer aufhattest? Was ja so eine Art Markenzeichen war, oder? Ja, das ist schlicht und ergreifend die rote Mütze. Also, das war so eine kleine, so eine Schirmmütze aus Leder oder so eine Art Lederersatz. Ja. Und die war eigentlich an sich gar nicht besondere. Nur dadurch, dass ich die dann auf dem Kopf hatte, in unserem ersten Fernsehauftritt, der ja mit dem englischen Fernsehen war, kurioserweise. So ging ja unsere Geschichte los, damals mit meiner Band Jessica, dass uns das englische Fernsehen entdeckte. Und die haben dann gesagt, na, bringt mal ein paar Sachen mit, so Kostüme und so. Und dann war im Koffer war diese rote Mütze. Und die Moderatorin sagte dann, wenn die der Sänger aufsetzt, dann wird das Markenzeichen und es wird die Markenzeichen für die ganze Band sein. Und so ist es so ja dann war's. Auch gewesen. Ja. Lange, ne? Wirst du heute darauf noch angesprochen, so wie ich es jetzt gerade gemacht Klar. habe? Ich sag dann immer, ja, die gibt's, die liegt im Museum für deutsche Geschichte. Ist es wahr? Nö. Du sollst nicht lügen, steht in der Bibel, mein Lieber. Also, obwohl es so lange her ist und obwohl du seitdem unzählig viele Sachen gemacht hast. Also, und auch unzählig viele Mützen auch hattest. Unzählig viele Mützen auch hattest. Habe ich das wirklich immer noch im Kopf? Das ist doch verrückt. Ja. Das ist also Markenbildung macht irgendwas. Also scheint zu funktionieren. Tino, ich habe dich ja nie aus den Augen verloren. Aber es ist ja Wahnsinn, was du alles gemacht hast zwischendurch. Das kann doch nicht in den letzten 35 Jahren passiert sein. Doch. Du bist ein Verrückter. Nee, ich bin ein Neugieriger. Also eine Zeit lang war irgendwie mein Spruch, also los, auf zu neuen Ufern. Ne? Also ich habe eine unheimliche Freude daran, das Abenteuer, was ja Musik auch ist. Das besteht ja nicht nur darin, dass man irgendwie losfährt und irgendwo spielt, wo man noch nicht war und also, was weiß ich, Leute kennenlernt, die man noch nicht kannte, sondern das besteht ja darin auch, dass man Musik auch auslotet, ne? Was ist da möglich? Also, dass man auch Sachen kombiniert, die, wo andere sagen würden, die hört doch ja nicht zusammen. Also, schon 87, als du hast ja mal eine Konzertkritik geschrieben über mich. Was habe ich da geschrieben? Und warst irgendwie beeindruckt von davon, dass der Jung-Popstar Tino nach der Jessica-Karriere, die Band ging ja auseinander, weil wir zur Armee mussten und so weiter und dann war ich ja gezwungen, solistisch zu denken und hatte mir ja den Blues-Gitarristen Jonathan, also Peter Pabst, mit in die Band geholt. Da wäre niemand drauf gekommen, dass das gehen könnte. Der Eisbrenner, der jungsche Popvogel, holt sich da diesen alten, gestandenen Blues-Gitarristen rein. Aber genau das war spannend, ne? Die Crossover zu finden. Also, und wir waren gar nicht so weit weg voneinander, wie man von außen her gedacht hätte. Habe ich das positiv beschrieben? Du hast es positiv beschrieben, ja. Weil ich war ja verschrien als diejenige, die das immer alles so kritisch sah. Mhm. Und ein Kollege, damals Fernsehen, hat das mit mir gerade wirklich vor 14 Tagen, haben wir da mal geguckt, gesagt, Mama Mia, warst du scharf. Also, das stimmt. Und umso mehr war es ja ein Kompliment, wenn Petra Schwarz geschrieben hat, oh, das ist aber mal eine Idee. Du hast damals sozusagen Glück gewünscht, eigentlich für die Neugier. Also du hast mich eigentlich zu der Neugier beglückwünscht und hast gesagt, na Mensch, da wird ja noch einiges kommen. Mhm. Und das ist auch gekommen. Also ich habe mit allen möglichen Musikern, mit Russen, Bulgaren, Franzosen, Indianern, ne, was man ja heutzutage nicht mehr sagen darf. Ja. Nee, darf man nicht mehr sagen, genau. Nee, darf man nicht mehr sagen. Außer im Zusammenhang mit Karl May jetzt neuerdings. Ach, da darf man es wieder auf. Also irgendwie war gerade ein rundes Jubiläum, irgendwie Geburtstag, Todestag oder sowas. Und dann wird ja von kultureller Aneignung gesprochen und ich finde das so idiotisch, weil eigentlich ist genau das ist ja gerade, was ich zu beschreiben versuche, kulturelle Aneignung ist eigentlich, dass Dinge aus anderen Kulturen auch durch dich durchgehen, der du ein Deutscher bist und sagst, ich verstehe das aber trotzdem mit dem 7/8 der Bulgaren und so. Und also mein Projekt mit Joro Gogov zum Beispiel damals, der Wilde Garten. Ne? Da sagen wir mal für alle, die den Namen nicht einzuordnen wissen, der Geiger von City. Der Bassist und Geigenspieler von City, genau. Der hatte irgendwie
eine Kassette mit 20 Songs drauf, die keiner von ihm haben wollte. Hat mir dann in meiner Küche erzählt, ja, da habe ich schon viele Sachen gemacht und so, aber City wollte nicht. Habe ich auch Silly angeboten und hat sie nie interessiert und so. Ja, warum? Weil das sehr eigen, bulgarisch anders war. Und ich habe ja in meiner Kindheit in Bulgarien gelebt. Genau, du warst mit deinen Eltern etliche Jahre da. Ja, drei. Also insgesamt drei, ist von 70 bis, oder 69 bis 73 eigentlich. Und das heißt, ich hatte so eine Affinität dazu. Ich wusste, was sind die Rhodopen-Gesänge. Für mich war das nicht disharmonisch, sondern spannend. So. Und dann 7/8 musste ich dann auch lernen. Ne? Aber er hat mir dann auch geholfen. Hat gesagt, du musst anders zählen als die Deutschen. Du musst nicht 1, 2, 3, 4 zählen, sondern 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Weißt du, was mir gerade einfällt? So. In der Gruppe, in der ich Musik gemacht habe, da haben wir auch 7/8 gespielt. Und weißt du wie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist schön. Aber nochmal, wie geht das? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Genau, ja. Das ist das Zählen vom 7/8. Und, und dann, wenn du das einmal drin hast, ist das auf jeden Fall ganz leicht. Kannst du alles dazu machen. Mhm. Aber du musst natürlich eine Lust haben, das zu lernen jetzt. Oder du sagst, oh nee, oh Joe, hör mal auf damit. Und das ist ihm eben bei City passiert und bei mir ist es ihm nicht passiert. Und dann hat er mir die Kassette da gelassen und ich habe innerhalb von, glaube ich, 2 Monaten oder so die ganzen 20 Titel betextet. Und wir hatten Material für 2 Alben. Zack. Und die haben wir auch gemacht. Und damit großen Spaß. Wir haben mit Tobias Morgenstern noch und später Manne Hennig. Akkordeon, und ne? Genau. Ja. Und Manne Hennig und Felix Lauschus noch dazu. So ein Multi-Instrumentalist auch. Der in der Distel jetzt schon viele Jahre spielt. Genau. Und so habe ich eigentlich immer wieder dafür gesorgt, also dass Leute dazu kamen, weil ich immer sage, es geht die Tür auf und es kommt ein Musiker rein mit seinem Universum. Und beeinflusst sofort das Universum, was drin ist schon im Raum, zu einer nächsten Ebene. Ne? Ich habe neulich, oder eigentlich war es schon überneulich, habe in Tbilisi gespielt. Und da waren so auch Musiker aus aller Herren Länder. Und ich war der einzige Westler, der ich ein Ossi bin eigentlich. Aber ich kam aus Deutschland, die anderen waren alle Osteuropa und so weiter. Und dann sollte ich irgendwie am Ende dieses Festivals, wollten sie, dass ich was sage und einen Toast machen. Und da habe ich gesagt, wir Musiker sind doch eigentlich die Botschafter der Harmonie, des Friedens damit also auch. Wir sind doch die, die eigentlich per se sozusagen immer nach der Harmonie suchen. Mit Harmonien. Mit Harmonien nach der Harmonie suchen. Wir kommen zusammen und erzeugen eine gemeinsame Harmonie. Ein friedliches Miteinander. Man fragt uns nur leider viel zu wenig. Es wäre toll, wenn ein paar Musiker in der Regierung wären, die mal sagen müssen, nee, so geht Harmonie nicht. Wir haben ja vorhin auch in der Podiumsdiskussion beim Festival des neuen politischen Liedes, du bist ja sozusagen das Urgestein eigentlich des Festivals des politischen Liedes. Naja, ich weiß ja, dass du mit in dem Org-Team drin warst und diesen ganzen Vorlauf sozusagen hast und dabei warst eigentlich, wie dieses Festival entstanden ist und wie es gemacht wurde, ne? So, und auch nach der Wende und so weiter. Und jetzt wird was Neues versucht, damit die Tradition irgendwie wieder aufgenommen wird. Und da ging es ja vorhin in der Podiumsdiskussion genau darum, also was kann denn die Kunst jetzt tun in politischen Situationen? Muss man die Kunst dann wegsortieren, wie jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise passiert ist? Oder sollte man die Kunst vielleicht zu Rate ziehen? Ich habe ja mal gesagt, in sozialistischen Zeiten hätte man in so einer Corona-Krise hätte man wahrscheinlich ein Komitee gebildet, und hätte gesagt, so, Künstler, Veranstalter und Politiker und so weiter finden sich jetzt zusammen, da wird ein Komitee gebildet und die haben jetzt dafür zu sorgen, weil Kultur im Grundgesetz stand, in der Verfassung, die haben jetzt dafür zu sorgen, dass die Kultur dem Volk nicht verloren geht in so einer Situation. Hier passiert gerade genau das Gegenteil. Man nimmt die Kultur einfach weg und sagt, das brauchen wir jetzt gerade ja nicht. Ja. Na, so. Ist jedenfalls nicht systemrelevant, ja, so wie genau. So vieles andere. Schönes Wort. Ne? Ja, ist der Wahnsinn. Ja. Du kämpfst ja dafür, dass Kultur ins Grundgesetz kommt. Gibt ja eine Initiative, schon jetzt eine ganz lange Zeit. Denkst du, dass es zu schaffen ist? So formuliere ich heutzutage manche Sachen gar nicht mehr. Ich denke eher darüber nach, ob es sich lohnt, dafür zu kämpfen. Mhm. Selbst wenn ich jetzt nicht mehr erleben würde, dass es passiert, könnte man sich dann doch trotzdem auf unseren Kampf berufen.
und sagen, so wie du sagst, das ist ja schon eine lange Zeit ein Thema. Legionen von Politikern haben sich schon damit auseinandergesetzt oder nicht, haben das abgewählt oder nicht. Und das brauchen wir ja auch. Wir dürfen nicht immer nur von der Hand in den Mund denken, sozusagen, in diesen Fragen. Wir müssen auch die Kraft haben, auch Sachen anzuschieben, was vielleicht in der nächsten Generation erst angenommen wird. Und man sagt, wisst ihr noch, da hat es den und den eben oder die und die. Die haben da Folgendes gesagt. Und wollen wir darüber nicht vielleicht mal nachdenken? Mhm. Und zu sagen, Mensch, wenn wir eine gesellschaftliche Entwicklung wollen und nicht immer wieder wie beim Autoscooter, wo man das Lenkrad loslässt und der dann immer an die gleiche Wand ran donnert. So, wenn wir das nicht wollen für unsere Gesellschaft, dann müssen wir ja in alle Richtungen gucken. Alle Philosophen müssen gucken. Aber wenn die natürlich Angst davor haben zu sagen, naja, also es gab ja schon mal ein paar Sachen, die auf den Tisch lagen, weil man sie stigmatisiert dann werden sie schweigen in dem Moment. Und dann geht eben ganz viel verloren, was eine Chance wäre eigentlich. Hm. Immer wieder habe ich es erlebt in den 30 Jahren, wenn Ost auf West trifft, in ganz einfachen Situationen. Viere gehen zusammen an einen Bratwurststand, die Ossis wollen die ganze Runde bezahlen, der Wessi sagt, nee, wir machen mal jeder seins. So. Weil er das einfach nicht gewohnt ist, zu sagen, ja, bezahle ich das jetzt. Ne? So. Also selbst die Reichen nicht. Und gibt es natürlich auch Leute im Westen, die genau das auch sehen und deswegen in den Osten gekommen sind, weil sie diese Romantik gerne, weil sie vielleicht aus der Hippie-Zeit irgendwie stammen und eigentlich immer so ein Leben leben wollten. Und jetzt haben sie gesehen, Mensch, die Ossis sind eigentlich so. Ne? Und da fühle ich mich irgendwie viel wohler. So, ne, habe ich auch kennengelernt und lerne sie immer noch kennen. Also so, dass dann plötzlich eben keine Rolle mehr spielt, ob es Ost-West ist, sondern nur noch, was ist denn der Gedanke in allem? So, dass man gemeinsam einfach denkt, Ost-West-Denken, ja? Gemeinsam. Nicht bloß die einen denken und die anderen haben jetzt die Fresse zu halten, weil die haben ja das stalinistische System gehabt. Ja? So. Man könnte denken, der Mann ist inzwischen demnächst auch 60 und wird mal ein bisschen ruhiger, aber den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Und du wirst auch nicht ruhiger dadurch offenbar, dass du aufs Land gezogen bist, dir deinen Hof aufgebaut hast, dein Universum, wo du ja einmal im Jahr auch ein Festival machst. Das war ja gerade wieder, ja. Was schon immer Musik statt Krieg hieß, ja. Wo es gar nicht diesen Krieg so unmittelbar für uns gab. Es gibt ja immer Kriege auf der Welt, wir nehmen sie bloß nicht wahr, aber so unmittelbar war er ja nicht da wie jetzt, der Überfall Russlands auf die Ukraine. Wie bezeichnest du es? Also wenn jemand sagt, wir führen jetzt gegen die Ukraine einen Krieg, dann ist es eine Kriegserklärung. Und sowohl Russland als auch die Ukraine vermeiden aus guten Gründen, sich gegenseitig Kriegserklärungen auszusprechen. Wir toben hier immer und sagen, die Russen haben ja eine Meise, die nennen das nicht Krieg. Nee, die nennen das absichtlich nicht Krieg, weil wenn eine Kriegserklärung ausgesprochen wird, läuft nochmal eine ganz andere Nummer. Da wird kein Gas weitergeliefert an die Ukraine, was ja passiert momentan immer noch. Und dann gibt es eben doch an der einen oder anderen Stelle keine gezielte Operation, sondern einen Flächenbrand. Also sie vermeiden es, sie wollen keinen Krieg gegen die Ukraine. Und das wäre auch wahrscheinlich schon längst erledigt, wenn wir uns nicht mit unseren 100 Milliarden und mehr und noch die EU mit 150 Millionen und dies noch, wenn wir das nicht die ganze Zeit füttern würden. Ne? Zelensky war irgendwie nach ein paar Wochen, hat der gesagt, okay, er ist bereit zu verhandeln. Soll passieren. Dann gingen ja Verhandlungen los sogar. Und dann haben wir gesagt, Moment, die verhandeln? Sind die verrückt? Also wir hätten jetzt hier noch 150 Millionen für die Ukraine. Da können wir mal schön Waffen kaufen. Und daraufhin kommt dann, ich verkürze das jetzt stark, kommt plötzlich das Versprechen von Zelensky, die Krim und den Donbass zurückzuerobern. Wem verspricht er denn das? Doch nicht dem Donbass. Die werden da schon seit 8 Jahren bombardiert von ihm. Also die brauchen das Versprechen nicht. Doch nicht der Krim, die vor, also 2014 gesagt haben, stopp, mit eurer Anti-Russen-Kampagne braucht ihr uns nicht zu kommen. Wir sind hier Meshtu Narodnyi. Wir leben hier alle zusammen, alle, also viel Völker. Hm. Wir wollen das nicht, was ihr da treibt. Sondern er verspricht es uns. Wir kriegen das Versprechen, dass er die Krim zurückerobert. Also USA. Und wir als Mitmacher. Aber du meinst doch nicht, dass wenn wir, der Westen, nicht daran Anteil nehmen würde, dass Putin schon längst aufgehört hätte? Der Westen sollte auf eine andere Art daran Anteil nehmen. Es gab ja ein Minsker Abkommen, was nicht
was nicht erfüllt wurde. 2015 genau, ne? Besonders von der ukrainischen Seite eben nicht erfüllt wurde. Weiter bombardiert. Die Russen haben noch am 23. Februar hat Putin noch Biden angerufen und hat gesagt, wir müssen unbedingt an einen Tisch, wir könntet, da hatte Zelensky vorher getobt, er wird die Donbass- und Krim-Frage im Jahr 2022 final klären. Und Putin hat dann noch am 23. Februar telefoniert und hat gesagt, kommen wir an einen Tisch oder nicht? Und Biden hat gesagt, mit Ihnen besprechen wir das doch ja nicht. Also ich meine, wie ignorant ist das denn? Und dann tick-tack ging ja auch die Uhr, wann kommt die Ukraine, wird doch aufgenommen in die NATO. Wenn Russland das abgewartet hätte, dann hätten sie gar keine Chance mehr gehabt. Dann hätten sie mit jedem Schritt, den sie gemacht hätten, schon alleine mit einer militärischen Operation nur im Donbass, hätten sie praktisch einen NATO-Staat angegriffen. Das wissen doch die Russen auch alle, die sind ja nicht bescheuert. Und deswegen haben die an der Stelle gesagt, so, dann geht's jetzt nicht mehr. Und jetzt wären wir dran gewesen, zu sagen, oh, jetzt ist was passiert, das wollten wir jetzt wirklich nicht, obwohl wir eigentlich nachweislich alle dafür getan haben. Aber wir hätten dann noch die Chance gehabt zu sagen, nee, das wollten wir jetzt nicht. Los, Schluss, Waffenstillstand und alle an einen Tisch. Wir versuchen das Beste, dass das sofort geklärt wird. Nein, wir haben das Gegenteil gemacht. Du hast vorhin gesagt, Musiker müssten in die Regierung. Da fiel mir sofort ein, Zelensky ist ein Komiker gewesen, also ein Comedian. Mhm. Bringt das dann wirklich was, wenn Künstler in die Regierung gehen? Leute, die Berufspolitik machen, sind ja eigentlich dafür da, den gemeinsamen Nenner herbeizuführen. Es gibt ja berühmte Beispiele, wo das so war, Pablo Neruda oder Mikis Theodorakis, also wo Künstler, also Humanisten mit einem riesigen Einfluss und mit eben einer anderen Sprache und einer anderen Herangehensweise an die gesellschaftlichen Fragen dafür gesorgt haben, dass erstens das Volk versteht, was da stattfindet, zweitens das Volk merkt, dass da jemand ist, der nach Harmonie sucht, nach Poesie sucht. Ne? Wir alle brauchen ja die Poesie des Lebens und dazu gehört auch, dass unsere Politik auch nach Poesie sucht. Und das Gegenteil passiert bei uns. Wir stellen unseren Bundeskanzler vor einen Panzer und der glaubt noch, dass es eine super Botschaft ist. So war mein Ansatz. Und Zelensky, der ist ja nicht alleine in dieser Regierung, kann jetzt sagen, ach Mensch, ich sehe das eigentlich alles viel cooler. Und nee, auch er ist bestimmt ist in einen Topf gefallen sozusagen, in dem schon ganz viele Zutaten waren. Zelensky ist ja kein Neruda. Also auch unter den Künstlern gibt es jetzt starke Charaktere und gibt nicht so starke Charaktere. Und vielleicht hat man ihn auch genommen, weil er zu den nicht so starken Charakteren zählt. Weil für ihn irgendwie wichtig war, mit ein paar schönen Frauen zu posieren. Und im nächsten Moment hat er nicht darüber nachgedacht, dass er jetzt als auf dem nächsten Bild mit irgendwelchen bis unter die Augenlider tätowierten, Hakenkreuz-tätowierten Nazis posiert. Und damit Botschaften sendet, genau wie unser Scholz jetzt vor dem Panzer nicht darüber nachdenkt. An der Stelle braucht man dann eben die Nerudas und Mikis Theodorakis. Wenn wir uns daran erinnern, es hat doch mal eine Zeit gegeben, wo Leute wie Johannes R. Becher oder Christa Wolf oder Anna Segers oder Bertolt Brecht, wo die alle sehr politisch aktiv waren und auch gefragt wurden. Natürlich war auch nicht immer willkommen, was sie dann gesagt haben. Ne? Aber es gab eine Auseinandersetzung und es gab eine Reibung und irgendwo ist eine Mitte entstanden, also die Brücke. Ne? Immer wieder, ich komme immer wieder an den gleichen Punkt. Wenn wir aufhören, nach der Mitte auf der Brücke zu suchen, dann fangen wir ja nicht erst an, eine Brücke zu bauen. Und dann passiert das, was gerade in Deutschland passiert. Stigmatisierung, Spaltung, Verängstigung und Militarisierung als große Antwort auf was denn eigentlich? Also bilden wir uns wirklich ein, wir würden, wenn wir jetzt noch 20 Panzer bauen, den Russen irgendwie standhalten? Ich bin jahrelang mit einer weißrussischen Sängerin unterwegs gewesen, also auch in diesem Musik statt Krieg Konzept, Musiker Mesta Vojny haben wir das genannt, da waren auch interessant, da war ein ukrainischer Liedermacher dabei, Sergej Djigurda, der 2014 so angefeindet wurde wegen seiner russlandfreundlichen Aussagen, dass er mit der gesamten Familie nach Moskau geflohen ist. Mit dem war ich dann 2016, war der in dieser Tour mit drin. Und Polen, Tschechen, ein Aserbaidschaner, ein Russe, die Weißrussin und ich als Deutscher, also sieben.
Und die hat uns jetzt gerade irgendwie eine Nachricht geschickt, naja, also wir sind immer noch auf der Krim, die haben ein Haus auf der Krim, ihr Mann und sie, wir sind immer noch auf der Krim. Ich habe jetzt gerade gar keine Lust, irgendwie zu singen und ich beschäftige mich gerade mit den Rosen. Und dann hat sie irgendwie ein Video gedreht, ihre 20 Rosen, die sie gezüchtet hat. Na, die ist die Wissotskava und das ist die und das ist die und so weiter. Traurige Stimme dazu. Es ist nicht so, dass die Russen alle in die Hände klatschen und begeistert sagen, wir führen jetzt Krieg. Nee, die wollen keinen Krieg und die sind in der Depression auch. Aber ich komme immer wieder auf uns zurück, wir sorgen dafür, dass das nicht aufhört. Ne? Weil wir kein einziges Mittel wählen, nicht ein einziges. Weites Feld, lieber Tino. Du weißt, der Podcast hat das Thema Gespräch über Leben, da haben wir eine Menge gemacht, und Tod. Mhm. Ist der Tod in deinem Kalkül, ist der in deinem Kopf? Denkst du darüber nach? Naja, im Moment besonders, weil mir gerade vor 3 Wochen ein Musiker gestorben ist, mit dem ich 12 Jahre gearbeitet habe. Mein Freund Heiner Frauendorf, Akkordeonspieler, Bajanspieler seines Zeichens. Und den hat es gerade in Potsdam vom Fahrradweg geknallt. Der ist auf dem Fahrradweg gefahren und plötzlich kam von einer entgegengesetzten Fahrspur eine Frau hat aus unerklärlichen Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und hat ihn dann auf dem Radweg erwischt, war sofort tot. Und das hat natürlich gerade reingeknallt wie verrückt, ne? Weil man sich jetzt nicht jeden Tag gesehen hat für Familie oder so, ist das ja noch viel, viel, viel schlimmer. Trotzdem 12 Jahre lang zusammen Musik zu machen, da entsteht auch was sehr Intimes und was sehr Verbindendes, ne? Und wir zum Beispiel waren auch nicht einer Meinung in der Russland-Frage, auch schon nicht in der Corona-Frage. Ne? Mhm. Aber trotzdem, wir hatten jetzt dann, in der Corona-Sache haben wir immer noch weiter zusammen gespielt. Dann in der Russland-Frage kam er irgendwie in einen Konflikt und hat gesagt, naja, also ich würde eben dafür stehen, dass ich pro-russisch spreche. Und das würde ihn in einen Konflikt bringen. Und ich habe dann auch gesagt, ja, Heiner, also dann lass uns mal eine Pause machen. Weil ich kann ja die Verantwortung nicht übernehmen, wenn er zum Beispiel meine Drösche kriegt, aber nicht überzeugt ist davon, dass es okay ist. Hm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir mal eine Pause. Dann haben wir die Weihnachtstour ausgesetzt. Haben die gesagt, dann besetzen wir die anders. Und trotzdem haben wir uns nie die Freundschaft gekündigt. Wir haben ausdrücklich betont, dass das nichts mit der Freundschaft zu tun hat. Ja, und jetzt können wir sozusagen, ist uns die Chance genommen, wieder zusammen zu, so wie es eigentlich verabredet war. Wir lassen mal ein bisschen Zeit laufen und finden dann den Punkt, wo wir wieder zusammenkommen und gemeinsam auch musizieren können. Das ist jetzt weg. Da habe ich natürlich so ad hoc sehr über den Tod auch nachgedacht. Und zum Beispiel vor 10 Jahren ist mein Vater gestorben. Das war für mich auch ein ganz einschneidendes Erlebnis, weil, also bis dahin war ich ja immer noch der Sohn, immer noch der Junge. Ne, so, auch wenn ich schon 50 war. Aber es gab immer noch das Familienoberhaupt, ne, so, und den Vater. Und dann ist der plötzlich weg und man merkt, okay, man muss jetzt selber in eine Position, in der man ja nicht sein will eigentlich. Man will ja weiter der Sohn sein. Und man muss übernehmen, man kriegt auf einmal auch eine andere Position gegenüber der Mutter. Man rutscht irgendwie nach, ne, so auf eine komische Art. Es gibt ganz oft Situationen, auch gerade jetzt in diesen politischen Belangen, wo ich denke, manchmal denke ich, schade, dass mein Vater jetzt nicht da ist, der dazu was sagen könnte. In anderen Momenten denke ich, Gott sei Dank, dass er den Irrsinn nicht mehr erleben muss. Ne? Tod ist für mich schon auch ein Thema, kommt auch in meinen Liedern auch vor. Also ich kann mich noch erinnern, damals 1986, ich habe es mal in der Sendung Rund, ich habe es mal eine Diskussionsrunde auch, wo es darum ging, okay, was ist denn mit den Generationen? Wie nehmen die bestimmte Sachen auf? Und man hatte mich damit reingesetzt, weil mir die Plattenfirma Amiga vorgeworfen hatte, meine Texte seien nicht altersgerecht. Also ich würde viel zu erwachsen jetzt schon texten und wir sind doch die netten Jungs von nebenan und wir sind doch, ach und Mensch, und guck doch mal mit der roten Mütze und so. Und jetzt kommt da so was Ernsthaftes und auch Tod kommt da vor. Das Leben, was irgendwie ein Labyrinth auch darstellt, in dem man sich einfach nicht auskennt, sondern losläuft und so. Und die Jahre über ist mir das immer wieder eingefallen, weil immer wieder Texte auf den Tisch lagen, wo man eigentlich hätte denken können, okay, den hättest du eigentlich in 20 Jahren schreiben sollen.
Und der Tod oder auch die Lebenserinnerung, das ist ja dann auch, was unsere Generation jetzt langsam anfangen muss eigentlich, die Erinnerungen aufzuarbeiten und weiterzugeben. Mündliche Überlieferung, würden die Indianer sagen. Also die Geschichten weiterzuerzählen, was wir in Deutschland auch leider sehr vernachlässigen. Also es gibt ganz wenige Situationen, wo wir sozusagen die Omis und Opis auch zu uns sprechen lassen. Oder sagen, sag mal, wie war denn das in 1920, 25? Da war doch die und die Situation so. Und dass die dann was dazu erzählen können, kommt zu selten vor bei uns. Ne? Die Russen zum Beispiel gehen da ganz anders ran. Oder auch die Italiener. Ne? Es gibt ja so Kulturen, wo die Alten sozusagen voll in der Familie mit drin sind und bis zu ihrem letzten Atemzug eine Riesenrolle spielen. Ne? Ja. Wir haben das irgendwie anders. Wir sagen, ach so, naja, also mit 18 raus und dann haben wir nicht mehr so viel zu tun mit den älteren Generationen und schon ja nicht mit den ganz Alten. Ne? Also in diesem Sinn bin ich dann doch eher russisch-italienisch und ich habe mal so einen Okudzhava-Song ins Deutsche gebracht, Vinogradnaya Kostichka, so ein schönes, kleines, altes Lied über das Leben, also der Weintraubenkern heißt es. Ne? Das war das Lieblingslied von Rolf Hoppe, dem alten Rolf Hoppe, mit dem ich das Glück hatte, befreundet zu sein. Schauspieler? Ja, Schauspieler, Oscar-Preisträger. Ja, aber vielleicht weiß es nicht jeder. Ja, ja, genau. Und der liebte dieses Lied immer und hatte mal gesagt, weil das so ein einfaches, weises Lied über das Leben ist, ne? Und über den Lebensabend. Die wärmende Sonne vergeht in goldenen Schwaden. Also mir macht das kein Unbehagen, ne? Mich also auch damit zu befassen, dass es eines Tages irgendwie vorbei ist. Weil ja die Frage ist ja dann immer, okay, was hat man denn sozusagen zur eigenen Unsterblichkeit beigetragen? Ne? Dann gibt es zum Beispiel so ein Lied von Iyapu, José Miguel Marquez aus Chile. Fußt eigentlich auch auf einen Pablo Neruda-Text und ich habe das ins Deutsche geholt, also sozusagen mit mir versehen. Da heißt es dann zum Beispiel, wenn ein Gedanke bleibt, hat es dich doch gegeben. Auch wenn es die Geschichte nicht schreibt, wirst du in allem hier leben. Das ist ja, was wir eigentlich wollen. Ne? Wenn man sich an die Oma noch erinnert, meine Großmutter hat immer gesagt, in dem Moment ist sie ja da. Das sind auch die sozusagen die hoffnungsvollen Gedanken, ne? Was den Tod betrifft. Man verschwindet ja nicht einfach. Die Indianer sagen immer, die tiefste Fährte, die ein Mann ziehen kann, sind seine Kinder. Und wenn die nur einmal sagen, ja, also mein Vater hätte da an der Stelle, dann bist du da. Schwarz hören.